So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von GTA San Andreas. Das letzte Mal haben wir hier die Aufgabe mit Smoke gemacht, wo wir von einem LKW verfolgt wurden. Und Terminator 2 Anspielung, das ist alles wunderschön. Und jetzt machen wir weiter. Ja. Simple as that. Wir sind hier direkt bei dem Stadion. Braucht sich dafür nicht einfach, worauf ich Moped-Skill für, ne? Oder Fahrer-Skill? Ja, wer so braucht, da brauche ich Moped-Skill oder Fahrrad-Skill? Mal kurz gucken. Fahrrad-Skill. Okay. Yo. Müssen wir irgendwann. Was passiert da denn? Das Auto wird gleich explodieren? Ja. Ne? Ist auch schön. Der Eiswagen. Tja, wie sieht das aus da oben drauf? Die beiden Sahnehäufchen und das Eis im Stiel da dran. War schon lustig gerade doch. Das ist sowieso manchmal kranke Scheiße in der Welt von GTA. Oh, Entschuldigung. Die habe ich auch damals, als Tim mal gespielt hat. War das Andy? Nee, das war Tim, glaube ich. Und irgendwie mal so ein Auto abgeknallt hat, einfach aus so einer Straße, und dann ist einfach so Massenkarambolage entstanden. Es sind einfach alle Autos da reingefahren, immer noch weiter explodiert. Am Ende war einfach so ein riesen Explosionshaufen und überall kaputte Autos. Das war sehr interessant. Ja, jetzt bleibt uns eigentlich nur noch, was haben wir denn noch offen? Der Punkt, der markiert ist da, das ist nur der rote Punkt, ne? Da ist nichts weiter dran. Kurz gucken. Doch. Oh, gee. Stimmt, da wollte ich eigentlich mal hin. Ja, ich erinnere mich. Als ich ja das Polizeistation gesucht habe, dann habe ich sie zum Glück auch noch gefunden. Da habe ich die nie gemacht habe. Okay. Hui. Oh. Er kam wohl. Machen wir mal eine OG-Mission. Ich will zwar weiter weg, aber das haben wir noch nicht gemacht bisher. Von daher kann man das ruhig mal machen, finde ich. Können wir noch eine Bude kaufen, aber ich glaube, das kann ich mir jetzt nicht leisten, mein 1700 hier. Könnte ein bisschen knapp werden. Ups. Mein Gott, ich fahre wieder. Oh, wieder besenkte Sau. Das tut mir auch leid. Aber ich habe aufgegeben, mir Mühe zu geben. Ja. Mal gucken, wo muss ich denn hier lang? Also eigentlich muss ich nur hier durch, ne? Ja. Was schon. Warum ist es noch so weit weg? Taxis kann man hier nicht nehmen in dem Spiel, oder? Um schneller voranzukommen. Ich glaube, ich gehe erst ab Teil 4. Schnellreise. Ups. Oh. Hey, Razor von Ozzy Osbourne. Ich brauch mal kurz einen neuen Wagen. Geht auch direkt weiter, ne? Hä? Entschuldigung! Steht eigentlich drauf. Epoch Ope. Aha, steht jetzt auf eine Autos drauf? Ich denke nicht, aber wahrscheinlich gibt es nicht viel Abwechslung. Weil irgendwie muss man ja auch. War das damals noch nicht so möglich? Da war ein Mühladen. Vielleicht sollte ich mal dahin. Ach man, ey, es ist alles so. Ich fahre echt richtig scheiße heute. Ich war immer wieder los. Ich fahre immer scheiße, aber jetzt besonders. Was ist denn da schon wieder passiert? Hey, Raider. So. Ach, deine Mutter, ey. Na ja, auskaufen. Das haben wir schon mal angeguckt, ne? War ja doch eine Cäsar-Mission, die können wir alle mal. Ich warte da jetzt nicht 3,5 Minuten. Wäre jetzt nicht so lang tatsächlich, aber. Nee. Ich glaube, da kann ich nicht durch. Ha! Kann ich durch den Busch fahren? Nein. Büsche in Videospielen sind meistens sehr hart. Und tun weh. Im Gesäß. Boah! Wisst ihr, was ich jetzt mache? Erstmal werde ich nur. Oh. Was ist der Early Perception, um dich zu verhaften?
Ja, das weiß ich. Danke. Ich habe gerade einen Stern. Das ist vielleicht nicht so klug, in die Polizeistation zu gehen. Fällt mir gerade mal so auf. Wenn der Fahndungslevel höher wird, werden sich auch andere Behörden mit ihren Spezialeinheiten einschalten und die Wahrscheinlichkeit, dass man versucht, dich zu töten, steigt. Wenn du verhaftet wirst, dann wirst du zum nächsten Polizeirevier gebracht. Eigentlich gibt es die Info, wenn man das erste Mal verhaftet wird. Auch. Und weil es erstmal stirbt, wird es auch noch ein langes Dings geben. Die Cops werden dir alle Waffen abnehmen und kassieren ein wenig Schmiergeld von dir. Es auch noch ein langes Tutorial geben am Krankenhaus. Nee, komm. Ich überlege, ob ich da reingehe, aber nee. Ich wollte nämlich den Dildo da mal rausholen. Aber vielleicht lieber doch nicht. It's not the time right now. Da ist wieder was, ne? Wer ist das da? Wer oder was ist das? You looking for the low rider meat? Ja? Yeah, go on. They're just over there. You blind? Cool, ich habe leider keinen Lowrider. Könnte ein bisschen problematisch werden. Boah, ist ein Lowrider. Kann ich mir auch einmal einen klauen hier? Oh. Schade. Jetzt können wir ja eigentlich auch wieder zurückfahren zu OG, ne? Ah, jetzt auch. Ja, schade. Oh, Rage Against Machine kommt wieder. Ja, da muss ich mir mal irgendwann einen Lowrider besorgen. Das ist, hat ja eigentlich der eine Dude da, aber ich weiß halt nicht, wo der ist. Und irgendwas, da wird nicht markiert, muss man sich merken. Killing in the name of. Ich soll lieber nicht singen. Ich glaube, das ist nur peinlich. Dazu pfeifen ist auch falsch. Alles falsch. Dead. Ich mag das nicht. Ich mag Rage Against the Machine. So. Warte mal. Hä? Mal verarschen? Hä? Warte mal. Ach nee, weil ich... Oh. Ich... meine scheiß Punkt aktiviert hab. Ach Gott. Kann ich irgendwie canceln hier? Hallo? Aber ich muss jetzt unbedingt einen Lowrider mir besorgen. Ey, das ist doch scheiße. Ich kann absolut gar nichts machen gerade. Ja, wahrscheinlich mal speichern gehen. Das ist hart. Da wäre die Grove Street. Boah, ja, boah. Das kann doch nicht wahr sein jetzt. Ich habe halt nicht gespeichert, ich will jetzt nicht... Danke. Danke. So, tschüss. Rage. Tschüss, Zack. Looking real technical, gangster. Come. You ain't run off again yet? No, gangster. I'm here for good. Yeah? Well, fuck this gig, man. I'm putting together a listener party for my album. But first, I need a sound system. Hey, I'm down as long as I don't have to go to the port. What you talking about, fool? Guaranteed I start playing, everybody will come through. Being real OG, I really ain't into rap no more. I'm more into that hardcore gangster shit. Well, that's me, homie. That's me, OG Loke, baby. Yeah, for sure. But I only like them if they rhyme real well. You know, well, anyway, what you want me to steal? That's what I'm talking about. Love for your homies. Now check it. I caught me a real fly sound system cruising through the drive-thru. I think they headed down to the beach.
for a beach party. Now check this out. I roll with you, and on the way, I kick a couple of freestyles. It's OG Loke in the place. You don't want to stop me with a gun in your face. Yeah, OG, man. Look, shut the fuck up. Maybe I need to do this on my own. I believe in you. Gangster for life, homie. For life. Yeah, for life, homie. Ich brauche vielleicht ein Auto, ne? Wo ist mein Auto hin? Wo ist mein Land hin? Das ist nicht mein Auto, aber ich nehme es trotzdem. Rallye ist wahrscheinlich schon vorbei. Nee, doch nicht. Well, aber fast. Ist es zensiert? Nee, ich glaube nicht. Nope. Fuck you, I won't do what you tell me. Werden wir leider jetzt nicht komplett hören, natürlich. Das ist schade. Vielleicht mit der DJ-Frau. Man könnte es auch einfach DJ nennen, aber hey. Ja. Hey, ist ein Lowrider. Auch nicht schlecht, die Musik, die hier läuft. Hey, moin. Just hanging out, you know. Ab und tanzen, Baby. Irgendwie, eigentlich kann man auch irgendwie tanzen. Kann ja selber hier. Ui. Kann ich nicht schön tanzen? Das ist super. Achso, muss ich wahrscheinlich nochmal drücken. So. Okay, ich hätte wahrscheinlich einfach klauen können. Okay, was muss ich tun? Ja, hab's verstanden. Wahrscheinlich wieder, ja. Wahrscheinlich wieder auf dem Numpad, nicht wahr? Hä? Als ob das... Ja, okay. Ich treffe ja mal sowas von einfach nur. Ich drücke genau im Takt der Musik. Okay, jetzt habe ich falsche Taste. Ja, wow, was ist das denn? Boah, okay. Sorry, da, also, das scheint gerade ein Bug zu sein. Also, ich kriege ja nicht mal so einen Ring da drum. So. Zurück im Takt der Musik. Ich drücke abseits des Taktes der Musik. Ist ja nichts richtig. Daher, das kann ja irgendwie irgendwas nicht funktionieren hier. Die Leiste ist auch ganz komisch laggy. Das ist irgendwie echt eklig gerade. Soll denn zu spät heißen? Dann drücke ich halt mal so eine Sekunde vorher oder so. Das bringt auch nichts, ne? Okay, das ist einfach verbuggt gerade. Entschuldigung. Also, ne, ey, ja, ne, bitte. Oder muss ich... Oder muss ich... Drücken, ich hab die falschen Tasten gedrückt. Ich hab die falschen Tasten gedrückt, ich muss tatsächlich nicht das Numpad drücken. Okay, ich hasse mein Leben. Ach... Gott. Hey, you're a natural. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Bei dem Roller-Chef muss ich halt auf den Numpad drücken. Ja, kann ich nochmal versuchen? Bitte. Pff, deine Mom hat fehlgeschlagen, ey. Oh, jetzt ist wahrscheinlich auch die Zeit wieder zu knapp. Boah. Also irgendwie heute habe ich es im Verkacken in Mission. Ist doch. Okay, nee, ist hier direkt im Ecke. Bis. Oder war das bis 4 oder? Ich glaube, es war bis 6 Uhr, aber. Weiß nicht mehr. Na, boah, geh doch nicht aufs Dach, Junge.
Man war bestimmt schon, ist bestimmt zu spät, ne? Nee, ist nicht. Puh. Was ist hier los, ey? So, ich hab Moped gesehen. Geil, will ich haben. Auch wenn jetzt der Bass leider fehlt beim Lied. And pretend, and pretend. Das war interessant. Oh, drüben habe ich die falschen Tasten. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Beim Lowrider-Treffen muss ich die fucking Numpad-Tasten rücken. Aber gut, da sind halt auch, ne, da ist auch die Steuerung so, dass man halt mit dem Numpad auch die Hydraulik aktiviert und so. Naja. Ja, ich hab verstanden. Nicht, dass die Beachparty gleich vorbei ist, weil es schon spät ist. Hier geht die Musik gleich weiter. Set. So, jetzt aber. Jetzt zeige ich dir, wie ich tanze. Höchstpunktzahl. 10.000 Punkte. Bim, bim, bim. He must have taken lessons. Volle Konzentration. Dim, dim, dim. Dim, dim, dim. Oh, Entschuldigung. Einmal verkackt. We don't know each other. Ist halt echt ein bisschen irritierend, weil das nicht genau im Takt der Musik ist, was ich hier drücken muss. Bei dem Dip, Dip, Dip würde ich halt direkt die drei Tasten drücken, aber nee. Muss warten. Um jeden zweiten oder so. Ach, das war dumm. War das 2500 Punkte? Wie berechnen sich die Punkte? Gibt es so Kombo-Punkte und so? Oder je nachdem, wie gut man trifft? Hollywood City. Deine Mom, ey, einmal verkackt und direkt hasst sie mich. Vor allem, wie viele ich treffe und dann einmal daneben direkt schlecht. Oh, perfekt. Diese Extreme sind auch interessant. Gerade perfekt, ich verkacke zweimal direkt scheiße. Direkt komplett scheiße. Dein Leben hat keinen Sinn mehr, bring dich um. Ah, ich habe so viele Punkte. Das macht mir richtig sauer, wie sie gleich so komplett am Ausrasten ist. So klar. Ich glaube, die will mit mir schlafen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hab's einfach rausgekickt. Oh wei. Okay. Ja, das ist auch eine Lage da drunter. Geht da auf den Nummern. Blblblbl. Keine Ahnung. Boah, Alter. Ich sollte jetzt nicht wie so eine besenkte Sau fahren. Das sollte mich alles noch halten, irgendwie. So ein bisschen zumindest. Das läuft noch so. Wir könnten uns eigentlich auch so ein bisschen den Settings anpassen des Spiels. Weil, Spoiler, wir kommen bald noch so ein bisschen andere Städte, habe ich schon erzählt. Und da ist dann Gangster-Setting ja eh nicht mehr so. Von daher kann man hier eher so den Rap-Hip-Hop spielen und dann kommen wir später auch noch aufs Land. Ja, da können wir schön den Country-Sender spielen. Da freue ich mich auch schon drauf. Ja, ist sowieso, wenn ich dann im Land bin, in dem kleinen Dorf. Ich glaube, da muss ich dann Krankenwagen-Mission machen. Also, ich kann sie überall machen, aber da ist es mit Abstand am einfachsten. Und ich will nicht hier, weißt du, die Flashbacks kriegen. Oder GTA 3, war ja in beiden problematisch.
Und weiß City tatsächlich mehr für mich. Aber echt, ich glaube 3 Stunden überhaupt, bis ich es geschafft habe. Und immer irgendwie beim vorletzten oder letzten Level verkackt, ey. Boah, ist das deprimierend. Gut. Haben wir in der Folge, glaube ich, nur diese Aufgabe geschafft. Aber passiert mal, wenn man einfach zu blöd für alles ist, wenn man falsche Tasten drückt und irgendwie am Anfang 10 Minuten braucht, um die Mission starten zu können. Ungefähr alles falsch macht. Ah, dann ist das halt mal so. Naja, dann fahren wir mal wieder in die Grove Street, oder falls wir zufällig mein anderes Haus auf dem Weg finden, ist ja leider nicht markiert, glaube ich. Ist das markiert? Doch, ja, eigentlich schon, mit so einem Speichersymbol irgendwo, ne? Da ist er, ja, toll. Toll. Naja. Gut. Fahrerskills zu verbessern wird hart. Ich glaube, da muss ich ein bisschen farmen, um da die Rennen machen zu können. Wahrscheinlich. Oh, Fitnessstudio, Junge. Da sehe ich mich jetzt. Komm. Muss auch mal ein bisschen fitter werden, ne? Alles machen wir hier krass Muskeltraining. Machen wir jetzt Radfahren. Ich glaube nämlich, das war so das, was am einfachsten ging. Oh, Stufe 5. Ups, Entschuldigung, falsche Taste gedrückt. Oh, ja. So, wie geht das? Umschalt L drückst, fängst an die Pedale zu drehen. Okay, N oder Z. Okay. Kriege ich alles easy hin. 8 wird schon härter. 8 kriege ich auch hin. So, warte mal. Boah! Okay. Ja, wenn man das hört, muss den Widerstand verringern meiner Tastatur. Weil Kabel liegt unter der Tastatur. Alter, so werde ich ja richtig schlank. Ich weiß nicht, ob ich das tun sollte, weil eigentlich sollte ich vielleicht auch mehr Muskeln aufbauen. Aber dann werde ich nur ein bisschen magersüchtig, glaube ich. Wenn das so super ist. Alter, wie schnell das geht! Wie geil ist das denn? Aber hey, Kondition steigt auch. Mal gucken, wann mein Limit erreicht ist für heute. Dann wahrscheinlich immer so eine Sekunde vorm Herzanfall kriege ich diese Meldung. Also vor CJs Herzanfall natürlich. Oh, Alter, ist das anstrengend. Also ist auch für mich tatsächlich anstrengend, die ganze Zeit diese scheiß Taste zu drücken. Ich weiß nicht, also eigentlich könnte man halt auch einfach jetzt bei einem guten Wert aufhören, aber ich will schon das Maximale, was man am Tag machen kann, irgendwie auch ausreizen. Women's ist nicht die Mehrzahl von Frau. Mann, Frau. Bin ja nicht mal am Handy, ne? Ich glaube, ist okay. La la la, Fett abnehmen kann ich wahrscheinlich gar nicht mehr, ne? Weil ich jetzt einfach maximal dünn bin. Minimal dünn vielleicht auch. Minimal dick, maximal dünn. Dip, 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 dip. Kann man auch im Radio hören, das Lied? La 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 la. Das wurde bei Simpsons auch immer häufig benutzt. Das war besser, du kannst jetzt länger sprinten, schwimmen und Rad fahren. Übrigens, hab ich das erzählt? Ja, ne, wenn man hier die Diebesmission vollständig macht, dann hat man unendlich Konditionen. Also kann man unendlich rennen. Sehr schönes Feature, gab's ja in Vice City auch. Ich glaube für die Krankenwagenmission, wenn ich mich nicht täusche. Werde ich auf jeden Fall auch tun. Komm, machen wir bis 6000. Alles mal gut hier. Jo. Ausrollen lassen. So. Ah, Gott. Anstrengend. Auch für mich, doch. So. Ab nach Hause, speichern. Dankeschön. So. Speichern. Ich hoffe, da habe ich so, Freunde.
Aus der Johnsons. Tja, habe ich ein neues Domizil, neuen Unterschlupf. Geht trotzdem hier speichern, ist schon hart, ne? Na gut. Dann sage ich danke fürs Zusehen, hat es gefallen. Wir sehen uns mal wieder hier bei San Andreas. Bis dahin. Tschüss.